fliege mal von Los Angeles. Thank you.
Berge waren, wollte er sich hier versinken. Okay. Jetzt beginnt alles im Flug. Die Nebel schielen sich weiter zurück. Diese war sieht schon unter 2000 Fuß. Jetzt geht er richtig in den Sinnflug. Ja, wir gehen jetzt mit 2,2 runter. 2,3. Das weiß ich auch nicht, wie ich die Schuhe spiele. Ja, automatisch ist schon Kontrolle, die Schuhe zu reduzieren auf den Idle-Punkt. Gerade war der auf Togger, danach auf Feller. Jetzt zieht er auf Alien zurück. Wir müssen uns jetzt rein für die Flugsicherung anmelden, aber ich bin gerade jetzt hier unterwegs und nicht im Multiplayer. Wir sinken jetzt mit 2100 pro Minute. Das ist komplett okay, damit schaffen wir 5000 Meter. Wir sind jetzt noch 30 Meilen grob. Wir lachen heute an mit dem Autopilot, wobei ich mir jetzt bei soll ich es überfliegen oder machen mit Autopilot. Mini-Flughafen, so kleine Cessnas oder so. Okay, wir sinken jetzt gerade mit 600 Fuß, das ist, weil der Auto gerade die Geschwindigkeit reduziert. Wir machen jetzt die Speedbrakes an und die Bremsen machen wir mal auf 1. Zumindest erreichen wir heute eine Bahn, die ist 14 km lang. Was meine Tests relevant ist, also die Reise locker ausführen oder Zwecke. Meine 14 Kilometer Tests, die nicht gewählt haben. Ist, ich habe es aufgeschrieben, so ja, die sind 7,6 Kilometer lang. Das reicht auf jeden Fall für den Motorbox 1, kann man ganz genau. Sanft unterbremsen. Der sinkt auch gerade hier ein bisschen stärker. Jetzt schon ausfahren. Speed check, Flaps 1. Und Speed check, Flaps 2. Und Flaps 5. Ja, Flaps 5. Oh ne, machen wir wieder zurück. Lassen wir auf 5 stehen. Bei Lauf 5 lassen wir erstmal so stehen. Okay. Localizer and Approach is marked. Land Tree is marked. Perfecto. ILS is captured. Glide Slope is alive. Also ich muss alles hier an den Anzeichen, das hier ist Localizer. Wiener auf dem Path ist der Capture davon. Und da ich komme auch mitten in die Mitte, da ganz großen Feld. ILS. So, Speed Check, Flaps 10.
Berge. Radiogrömmel ist einfach mal 2,2 jetzt. Bedeutet, wir haben Unterholzberge. Das ist nicht so aus, Berge sind nicht bekannt. Bedeutet, wir haben Check, Flaps 25. Und Flaps full. Okay, passt. So, wir machen den Autopilot jetzt gleich aus. Das Ganze muss was hier auf dem Block eintragen. So, die Checklist ist komplett. Approach Checklist. So, jetzt machen wir die Approach Checklist. Gears down, Flaps in full, Speed Breaks up. Okay, Approach Checklist komplett. So, gut, hätten wir das auch gleich das hier abhaken. So, dann IF Control. Wie mache ich das Ding hier aus? Da. Ich hochziehe den Stopp, halt, aber. So, okay. Ah. 1000. Die Scheiße fliegt schon wieder über Treue. So, ich mach jetzt noch L den Schuh. Schwierigkeit passt.
200. 100. 50, 40, 30, 20. 10. Na komm. Geht schon wieder hoch direkt, ne? Immer wenn wir einen Dunkelspur ausmachen, geht der direkt wieder hoch. Was liegt an den Störklappen? So, den Text für hier links nehmen wir. Dann verlassen wir die Landebahn. Klappen gehen wieder rein. Gucken wir uns jetzt sofort wieder an der Landung. Ein ganz, ganz wichtiger Part. Ja, okay, ich habe ein bisschen zu früh abgefangen. Sonst war die Landung eigentlich recht sanft und so. Jetzt gucken wir uns die Landung an. Allgemein so. Mal ein bisschen vor. So. Gucken wir mal, die Karte. Wir haben die Karte gesagt. Von Landung. Ich habe echt ein bisschen zu viel abgefangen. Ich habe hier ein bisschen runtergedrückt dann. Aber sonst noch mal reich. Also, okay. Gut Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge hier von Vier. Tschüss.